Applaus zu empfangen. Ja, auch hier herzliches Willkommen an diesem Samstag, an diesem denkwürdigen und besonders natürlich herzlich willkommen unseren Gästen vom TC Union Münster. Kommt ein bisschen weiter zu mir her. Genau, dass wir uns so nebeneinander aufstellen. Applaus nochmal bitte. Applaus. Die Vorstellung beginnen möchten wir aber wieder, wie wir es immer machen, bei uns mit unseren Schiedsrichtern, die sich Spiele begleiten werden. Heute Oberschiedsrichter, bei uns kein Unbekannter, Alexander Dietrich. Mit dabei Wissem Ben Recep, Jörg Wille, Oliver Masur und Vincent Weser. Ja, zu meiner Rechten sehen Sie schon die Spieler vom TC Union Münster, alles Weltklasse-Athleten. Wir werden es nachher sehen. Ich darf Sie kurz vorstellen. Er war die Nummer 201 im Einzel und 132 in der Doppelweltrangliste, Boy Westerhoff. Ja, aber noch ein Stück weiter vorne, 111 Weltrangliste, aktuell 429 im Doppel, Nummer 220, Adrian Menendez. Er holte heuer Bronze im Doppel bei der U30 Weltmeisterschaft, Lars Hartmann. Die Nummer 1 der Münsteraner war Rangliste 62, ist aktuell 386, Kenny De Schepper. Ebenfalls mit dabei Nummer 229 der Welt, Peter Michnev. Aus Bulgarien, er war die Nummer 324 in der Weltrangliste, Alexander Lasov. Ebenfalls ein starker Spieler aus den Niederlanden, er war Nummer 52 im Einzel, 37 im Doppel, Igor Seisling. Aus Rumänien wieder einer, der sehr weit in der Weltrangliste vorne war, Nummer 79 im Einzel, 94 im Doppel, Adrian Ungur. Last but not least aus Spanien, der war Nummer 56, ist aktuell Nummer 985, sowie Doppel aktuell 168, Inigo Cervantes. Vorstellen darf ich Ihnen aber auch den Mannschaftskapitän Bastian Kötter. Und ebenfalls mit dabei ist Betreuer des Teams Patrick Kuhr. Ja, Sie sehen, es ist einiges zu erwarten von unserem Gegner in diesem Finale. Ist noch nicht anders zu erwarten. Sie haben die Liga dominiert nach Belieben im Norden. Und deswegen werden wir heute sicher spannende Matches sehen. Und jetzt wieder zurück an den Sepp für unser Team. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, nochmal einen großen Applaus für unseren Gegner, den TC Union Münster. Sie haben gestern ja schon angereist, haben die Plätze eingeschnuppert, wenn ich das so sagen darf, haben da glücklicherweise eine gute Antwort gehabt. Und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommt zu unserem Team, dem aktuellen deutschen Meister der Herren 30, dem TC Pfarrkirchen, mit unseren Einlaufkindern. Applaus für den TC Pfarrkirchen. Sie werden hier gleich erscheinen. Und bevor unser Team hier ist, darf ich zwei Personen ganz speziell auch Dankeschön sagen im Namen der Mannschaft. Das muss man einmal ganz klar sehen. Sie kennen das vielleicht von den ATP-Turnieren, von den WTA-Turnieren. Nämlich der Philipp Horak und der Robert Bradler, die bis 4.30 Uhr heute Morgen noch Schläger bespannt haben. Also damit die Spieler mit Top-Material kommen, da Energie Alessandro, lass die Spieler rein. Mit unserem Einlaufmädchen und dem Pokal des deutschen Meisters vom letzten Jahr, der TC Pfarrkirchen, hier auf Heidische Anlage. Ja, der ist so schwer, der deutsche Meisterschaftspokal. Aber wir drohen ihn auch gern wieder. Ja, da sehen Sie ganz in weiß gekleidet unser Team. Ich gehe mal ein bisschen dahinter. Nicht, dass Sie eine Angst haben, dass ich anders spielen muss.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wem haben wir alles heute hier? Ganz rechts außen, der im schwarzen T-Shirt, der wird dann noch ein paar Worte zu uns sprechen. Unser Bürgermeister Wolfgang Weißmann mit dem Flori, der mit dabei ist. Denn ohne die Stadt würde hier vieles nicht laufen. Ein herzliches Dankeschön auch an die Stadtpfarr Kirchen und unser Wolfgang. Er wird dann auch noch ein paar Worte sagen. Von Ihnen aus rechts beginnend, unser Thomas Haberl, unser Physio, der die Leute immer fit hält und immer dabei ist bei Auswärts- und bei Heimspielen. Lieber Thomas, grüß Gott. Gleich daneben unser Mann, der alles möglich macht hier, selbst Spieler, unser Christoph Schmidt und Präsident des Vereins. Dann haben wir unseren Mannschaftsführer und Kapitän, ist derzeit dritter Platz im Einzel bei den Bayerischen Altmeisterschaften, Felix Riedl. Niederbayerischer Meister bei den Herren, Andreas Schwarz. Dann freut es uns, dass hier ist, ehemalige Top 100 in Österreich, österreichischer Mannschaftsmeister Georg Lindinger. Ebenfalls aus dem benachbarten Ausland, spielt in Österreich Bundesliga, ist Europameister der Polizisten geworden in diesem Jahr, Dominik Aigner. Er war die Nummer 161 der Welt, gewann als Junior die US Open. Dusan Lojda aus Tschechien. Ebenfalls hier hat letzte Woche auch hier gespielt, auch Spanien, ATP Nummer 9 im Einzel, gewann 13 ATP-Turniere, Nicolas Almagro. Und Protagonisten des heutigen Tages im Einzel, auf Nummer 6, aus Kroatien, kommt letztjährigen Finalisten, Buschhausen, muss man das wieder geben, weil sonst das Mikrofon nicht mehr funktioniert. ATP Nummer 3, 62, im Doppel 3, 39, 13 Challenger-Turniere gewonnen. Antonio Sanchez! Ebenfalls heute dabei, ATP Nummer 38, gewann 2 Titel auf der ATP-Turnier, ist auch schon seit Jahren bei uns, Steve Dassis aus Belgien. Ebenfalls von Buschhausen geholt, ebenfalls Kroate, er war die Nummer 119 im Einzel und die 120 im Doppel, Antonio Vajic. Und in das Herz der Mannschaft, gestern, wir haben ein bisschen gefiebert, vor allen Dingen der Felix, wer gestern nur ein bisschen geschaut hat, hat ihn vielleicht nur in Wimbledon gesehen im Internet. Er kommt frisch aus Wimbledon, er ist der Kopf der Mannschaft, war die Nummer 8 der Welt, aus Zypern, Markos Bartokis. Und unsere Nummer 2 war der ATP Nummer 18, im Einzel Nummer 50. Kommt aus Italien, spricht hervorragend Deutsch, Andreas Seppi. Und nun zu unserer Nummer 1. ATP-Weltrangliste Nummer 84 ist aktuell noch mit 2,41. Gewann 15 Titel auf der Future und Challenger Tour, Alessandro Giannessi aus Italien. Jetzt darf ich unseren Bürgermeister bitten, ein paar Worte an uns zu richten. Ja, ich fange an mit den Gästen, wie sich das gehört. Liebe Gäste aus Münster hier bei uns in Pfarrkirchen, liebe Team des TC Pfarrkirchen, meine sehr geehrten Damen und Herren, bei einem deutschen Meisterschaftsfinale brauche ich auch gar keine weiteren begrüßen, denn wer heute hierher ist, der ist ein Ehrengast. Es sind Sie alle die sante Spieler. Ich bedanke mich ganz herzlich beim TC Pfarrkirchen. Es ist irrsinnig viel Arbeit, sowas auszurichten, sowas organisieren. Final weiß man es eine Woche vorher, bis dann aus dem Boden zu stampfen. Also liebes Team des TC Pfarrkirchen, ein ganz herzliches Vergelt's Gott für den tollen Job. Ich bedanke mich aber auch bei beiden Mannschaften, groß eines, das sie gezeigt haben, im Norden wie auch im Süden.
Und erstmal, hier sind lauter Sieger, hier sehen wir das Beste, die besten Spieler, die besten Mannschaften, die Deutschland zu bieten hat in dieser Liga. Und deswegen verkneife ich mir jetzt zu sagen, wir hoffen auf großes Tennis, das braucht man nicht machen, wir wissen, es wird großes Tennis geben. Es wird ganz großes Tennis geben und das macht die Spieler, das macht die Spieler aus, die hier sind. Und deswegen sage ich euch, liebe Spieler, ein ganz herzliches Dankeschön, dass ihr bei den Vereinen seid, dass ihr hier mitmacht, dass ihr zu uns nach Pfarrkirchen gekommen seid. In diesem Sinne wünsche ich uns einen wundervollen Nachmittag, ich wünsche uns tollen Sport, ich wünsche uns großartige, faire Matches. Ein Bürgermeister hat politisch neutral zu sein, sportlich darf er patriotisch sein, sportlich darf sein Herz für die Heimat schlagen und deswegen drücke ich natürlich der Heimmannschaft die Daumen, das ist ganz klar, aber ich wünsche uns großartige, spannende Spiele. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Und er gibt mir das, die Vorlage sozusagen. Liebe Damen und Herren, bevor ich weitergebe, nochmal an unseren Christian, der Sie mit organisatorischen Informationen versorgt. Unterstützen Sie die Spieler, unterstützen Sie, ich muss da ganz ehrlich sagen, auch unsere Spieler, alle die tolle Bälle spielen, es werden viele sein, und unterstützen Sie uns, Sie sind der 12. Mann oder der 7. Mann, wie man es immer sehen will, oder die Frau oder männlich, weiblich, divers, wie auch immer, auf alle Fälle, unterstützt uns bei diesem tollen Finale daheim. Dankeschön. Ja, vielen Dank.